So, liebe Männer, gebt fein Acht, ich habe euch was Schönes mitgebracht. Heute geht es um die sexuelle Dynamik zwischen Männlein und Weiblein. Und ich werde mir wahrscheinlich einige Sympathiepunkte der wenigen Frauen, die mir und meinem Kanal folgen, sammeln. Was nicht bedeutet, dass es wichtige Inputs für euch sind, liebe Männer. Und zwar werde ich euch heute, ich glaube, den Hauptgrund dafür liefern, wieso Männer es sich unglaublich schwierig machen, Beziehungen aufzubauen und vielleicht sogar stabil zu halten. Ich gehe auf den Punkt ein, worüber sich 70% der Männer nie wirklich Gedanken machen. Und zwar will ich, dass du in jeglicher Beziehung, sei es kurzfristig, weißt du, One-Night-Stand, Booty Call, mittelfristig, man sieht sich, Friends with Benefits oder langfristig. Du bist in einer Beziehung, verheiratet, ganz egal, in welcher Art von Beziehung zu einer Frau, romantisch, sexuell, will ich, dass du es verstehst, es geht um eine Win-Win-Voraussetzung. Wir wollen, dass beide Parteien, Männlein und Weiblein, gleichermaßen gewinnen. Fälschlicherweise ist es so, dass ganz viele das Gefühl haben, dass wenn du punktest, die andere Seite im Rückstand ist. Das heißt, wenn wir Männer gewinnen, endlich eine rumkriegen, dann bedeutet das, dass die Frau verliert. Oder umgekehrt, dass wenn die Frauen gewinnen, wir Männer verlieren. Und so ist das nicht. So ist das nicht. So ist das Ganze ein Rezept für ein Desaster ins Verderben. Die Art und Weise, wie du das angehen möchtest, ist, dass es eine Win-Win-Situation gibt, in der beide Seiten das bekommen, was sie eigentlich wollen. Und da fängt es eigentlich an. Das bekommen, was sie wollen. Voraussetzung ist, du weißt genau, was du willst. Dazu werden wir in anderen Videos etwas tiefer eingehen. Ich werde dir sogar Tests machen lassen, damit du wirklich rausfindest, was du in deinem Leben aktuell möchtest. Andererseits ist es aber wichtig, dass man versteht, was die Gegenseite möchte. Das vergessen meistens die Männer und die Frauen. Sie wissen nicht, was Frauen erwarten, also als Mann oder umgekehrt. Die Frauen haben nicht wirklich viel Ahnung davon, was wir Männer wollen. Wir tun etwas, wo wir das Gefühl haben, das muss es doch sein. Und unterm Strich ist es so, dass das ein Schuss in den Ofen ist und selten eigentlich dahin führt, dass beide Seiten glücklich sind. Meistens ist es so, dass ich gewinne, dann die Frau verliert oder umgekehrt, sie gewinnt, ich verliere. Und wir wollen heute die Grundpfeiler dafür legen, dass es jedes Mal, wenn du in eine Beziehung kommst mit einer Frau, umgekehrt, liebe Frauen, ihr mit Männern, zu einer Win-Win-Position kommt. Und deswegen werden wir heute eine interessante Perspektive für über 90% meiner Zuschauer, ja, für euch Männer, umsetzen. Und es geht jetzt darum, dass wir uns heute in die Haut der Frau versetzen. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Musstest du nie machen. Keine Angst, wir sind jetzt nicht in einer genderkonformen Klasse, wo die Jungs dazu aufgefordert werden, Kleider anzuziehen. Ganz und gar nicht. Ich mag euch maskulin. Ich will, dass ihr eure Männerrolle lebt. Aber macht bitte heute einige Spiele mit, im Gedanken zumindest, dass ihr euch etwas in den Kopf und in die Haut von Frauen einversetzen könnt. Es geht ja darum, wenn du ein Produkt verkaufen möchtest, musst du den Markt kennen. Dann musst du verstehen, was dieser Markt eigentlich möchte. Also, fangen wir mal an. Wenn du die Welt aus der Sicht der Frau verstehen möchtest, musst du natürlich die größte natürliche Bedrohung der Frau auch kennen. Der größte natürliche Feind, historisch gesehen, für die Frau ist der Mann. Ja, es ist der Mann. Wir sind in der Regel größer, schneller, stärker, geiler, na? Und deswegen sind wir im Grunde genommen eine Bedrohung, weil die Frauen etwas haben, was wir wollen, und sie sind physisch schwächer wie wir. Ich weiß, bei einigen von euch triggert es und die sagen, ich bin aber nicht so. Ich weiß, die meisten Männer sind nicht so. Ja? Die große Mehrheit, ich würde behaupten, 95% von euch sind nicht so, aber nichtdestotrotz gibt es 5%, auf die ich nachher auch eingehe, damit ihr euch ein gewisses Bild verschaffen könnt. Also,
Die größte Bedrohung für die Frau ist der Mann und die Gefahren, die vom Mann abgeleitet werden. Und das fängt eigentlich ziemlich früh an. In der Pubertät der Frau ist es nämlich so, dass sie sehr schnell objektivisiert wird. Also sehr schnell wird sie reduziert auf die neu heranwachsenden Brüste, auf die breiten Hüften, den Hintern. Und die Frau kommt ganz schnell in die Rolle von einem Sexualobjekt. Das ist etwas, was bei uns Männern so ein bisschen für vermischte Gedanken sorgt. Denn, liebe Frauen, wir Männer kennen das nicht. Und teilweise ist es so, dass wir sehr positiv darauf reagieren würden. Also wir würden es lieben, wenn du als Frau auf mich zukommst und sagst, mein Gott, du bist der stärkste, schönste Mann, den ich je gesehen habe. So einen großen habe ich noch nie gehabt oder so einen schönen Penis habe ich noch nie gesehen. Wenn ihr uns objektifiziert, dann gefällt uns das, weil wir es nicht bekommen. Bei euch ist aber anders. Bei euch fängt das sehr, sehr früh an. Meistens irgendwo mit 13, 14 Jahren ist es so, dass Frauen sehr stark objektifiziert werden. Und das ist wichtig, dass ihr das erkennt, liebe Männer, denn die Frauen werden müde mit der Zeit, entsprechend als Objekt der sexuellen Begierde wahrgenommen zu werden. Denn klar, es ist schön, diese positive Energie der Anerkennung ist schön, aber es kann ermüden, wenn du tatsächlich auf das reduziert wirst und jeden Tag damit konfrontiert wirst, dann ist es so, dass das irgendwann mal auch vielleicht nicht so positiv aufgenommen wird. Sie weiß es irgendwann. Das Zweite ist natürlich, dass sie physisch verwundbarer ist als wir Männer. Ist es so, dass Männer keins auf die Fresse bekommen? Ganz und gar nicht. Ich würde behaupten, jeder Draufgänger da draußen, jeder, der nicht irgendwie jedes Mal seit klein auf die Gewohnheit entwickelt hat, den Schwanz einzuziehen, hat eins auf die Fresse bekommen. Vielleicht auch ausgeteilt, aber nicht selten ist es so, wir haben oft eins auf die Fresse bekommen. Ich habe meine Nase gebrochen, hatte Platzwunden, blaue Augen, meine Güte. Als Teenager, so Anfang so 20, besonders in dem Teenageralter, wo wir nicht klarkommen mit unseren Hormonen und mit unseren Gedanken, mit unserem Stolz, Ego, ist es nicht selten so, dass wir schnell mal merken, dass andere Männer eine Gefahr für uns darstellen. Und bei Frauen ist es halt so, dass die Mehrheit der Männer eine Gefahr darstellt. Und jetzt machen wir eine etwas eigenartige Übung. Und ich will, dass du dich in diese Rolle einversetzt. Und das wird sich jetzt ein bisschen komisch anfühlen, aber ich will, dass du das Gefühl hast. Stell dir mal vor, du bist es nicht, ich weiß es, aber stell dir vor, du wärst homosexuell. Du hattest dein Coming-out, du bist noch ganz jung, du bist gerade mal irgendwo 65 Kilo schwer, du stehst zwar auf andere Männer, aber hast null Erfahrung. Dann gehst du das erste Mal in einen Gay-Club, okay, in so ein Club für Homosexuelle, die Türe geht auf, du gehst rein und alle Blicke sind auf dir. Und die Blicke, die kommen nicht von irgendwelchen Typen. Die Typen sind alle irgendwo 1,90 Meter groß, trockene 110 Kilo, größer, schneller, stärker und geiler. Du weißt ganz genau, was die wollen. Die könnten dich eigentlich mit dem Arm packen, rauslaufen und dir sonst wohin was reinstecken. Okay, das ist jetzt die Welt, in der du bist. Und jetzt, auf der einen Seite ist es so, dass du weißt, okay, ich stehe eigentlich auf Männer in diesem Rollenspiel. Auf der anderen Seite ist es so, dass du nicht auf jeden Typen stehst. Und da kommen ganz komische Leute auf dich zu, ganz, ganz unanständige, halb besoffen. Dann kommen solche Typen auf dich zu, die sind einfach nicht dein Typ. Dann gibt es solche, die sind etwas aggressiv oder plump. Einer nach dem anderen. Stell dir vor, jetzt jedes Wochenende, wenn du Party machen gehst, ist es so, dass du solche gefährliche Typen hast, die auf eine Art und Weise auf dich zukommen und du weißt nicht unbedingt, wie du reagieren sollst. Wenn du denen eine Abfuhr gibst und die sich im Ego verletzt fühlen, kann es sein, dass du die Zähne ausgeschlagen bekommst. Ja? Also, lass uns dieses Rollenspiel beenden. Ich weiß, einige von euch hatten sehr stark Mühe damit, aber es geht einfach darum, dass du dich in die Haut der Frau versetzt, die letztendlich als sexuelles Objekt in einen Club geht, wahrgenommen wird von jedem Typen und du weißt ganz genau, von welchen Blicken ich rede, weil du bist genau der Typ, der auch diese Blicke auf sie wirft und diese Blicke, die sind teilweise so, dass es einfach nicht
sozial korrekt ist, wie du das machst. Die Art und Weise, wie Menschen eigentlich mit Blicken kommunizieren sollten, ist der, dass du vielleicht eine Frau anguckst und wenn sie zurückguckt, lächelst du und winkst dir vielleicht zu und gehst auf sie zu. Das wäre die korrekte Art und Weise. Aber wie machst du das? Genauso wie ein Psycho das machen würde. Du schaust sie an, wenn ihre Augen deine Augen treffen, schaust du weg. Das machen Jäger, das machen irgendwelche Verbrecher, die irgendwo wo einfach die Frau oder ihre Beute beobachten. Ja? Das ist nicht wirklich soziales Verhalten. Also wenn du das tust, hör auf damit, halte den Blickkontakt, lächle, winke und mach was draus. Aber wenn du wegschaust, ist das predatory. Das ist ein Verhalten, was nur irgendwelche Raubtiere machen, weil sie nicht wahrgenommen werden wollen, weil sie was vorhaben. Gut, also sie ist physisch viel verwundbarer und sie wird angegangen primär nicht von irgendwelchen tollen Typen. Primär sind das Player, Narzissten, Idioten und solche Leute, die einfach diese sozialen Signale nicht verstehen. Es gibt ja so ein Asperger-Syndrom. Das sind Menschen, die einfach diese Social Cues einfach nicht wahrnehmen, obwohl sie irgendwie dem zu verstehen geben möchte, dass sie nichts von ihm möchte, kapiert der Typ diese Körpersprache oder diese Metasignale nicht und bleibt an ihr dran. Das ist sehr, sehr creepy. Und wieso sind es die Idioten, die auf sie zukommen? Weil die Idioten diejenigen sind, die mit dem größten Selbstbewusstsein sind. Das sind Leute, die halt denken, oh, da gehe ich mal ran und die gehen ran und dann bleiben sie dran und versuchen es nochmal und nochmal und nochmal. Das sind nicht die Leute, die ähnlich wie du das Gefühl haben, okay, ich muss mir zuerst einen super kreativen Satz einfallen lassen, dann charmant rüberkommen und dann eskaliere ich das Gespräch, frage nach ihrer Telefonnummer. Das sind dann die Typen, die mit der Flasche kommen, so, hey, wer bist du, was machst du? Und das ist ihre Welt. Wenn wir von hübschen Frauen auf dem Revier, Jagdrevier reden, das heißt Clubs, Bars, ja, an irgendwelchen Veranstaltungen reden, sind es hauptsächlich die Typen, die auf sie zugehen. Teilweise sind das Narzissten, teilweise sind das Soziopathen, die können sich sehr gut von ihren Emotionen entfernen und die nicht unbedingt wahrnehmen. Und eben Player, das sind die Typen, die viel Erfahrung haben und entsprechend diese Erfahrung ausleben. Aber ich wage zu behaupten, im deutschsprachigen Raum sind es 90% der Supertypen, haben leider keine Eier in der Hose, zu wenig Selbstvertrauen, zu wenig Erfahrung, deswegen auch zu wenig Selbstvertrauen, um auf die Frau zuzugehen und einfach mal zu trainieren, zu reden, ohne mit der Absicht, sie jetzt gleich mit nach Hause zu nehmen, einfach ein freundliches, interessantes Gespräch zu führen, bei dem du rausfinden möchtest, was interessant an ihr ist und Spaß haben willst. Einfach nur Spaß, zusammen lustig haben und Punkte zu finden, die gegenseitig interessant sind. Und zu der Aussage, ja, aber ich bin wirklich, Burak, da, wo du diese Übung gemacht hast, ich bin halt nicht so der Typ. Weißt du, nicht alle Menschen sind böse. Nicht alle Männer sind schlecht. Das ist so. Und das wird gerne mal halt in Gesprächen verallgemeint. Auch Frauen, ihr macht diese Übung leider Gottes viel zu oft einfach mit der breiten Bürste über alle Männer. Das Problem ist halt folgendes, ähnlich wie bei Polizisten ist es so, Polizisten, die verbringen die meiste Zeit mit Abschaum. 90% ihrer Zeit verbringen Polizisten mit irgendwelchen Verbrechern, Betrügern, irgendwelchem Abschaum. Und das ist ihre Realität. Auch wenn wir davon ausgehen, dass dieser Abschaum vielleicht 1-2% der Gesellschaft betrifft, ist es so, dass die Polizisten in dieser Ecke sind. Das heißt, mit diesen Menschen zu tun haben und der Kontakt zu diesen Menschen 90% vom allgemeinen Kontakt ist. Und so ähnlich ist es mit schönen Frauen. Die Erfahrungen, die sie macht, das sind meistens nicht unbedingt super tolle Erfahrungen. Und jetzt will ich einen sehr ernsten Punkt ansprechen und ich würde euch bei einem guten Verhältnis zu Frauen auch mal dazu raten, dass ihr in dieses Gespräch geht. Und zwar, ich habe das schon oft gemacht und erschreckend festgestellt,
wie viele tatsächlich traumatische Eigenschaften Frauen direkt und indirekt erlebt haben. Ja? Habt ihr die Freundin oder andere Frauen beim Kennenlernen schon mal darauf angesprochen, was die gefährlichste Situation war, in der sie waren, wo ein Mann mit involviert war? Nochmals, 99,9% aller Männer, euch trifft keine Schuld, aber diese Erlebnisse traumatisieren Frauen und das sind genau die Geschichten, die dann auch die Runde machen. Und jede Frau kennt eine Frau, die in einer ganz misslichen Situation war, wo sie Gewalt erleben musste, vielleicht sogar sexuelle Gewalt erlebt hat. Zumindest irgendwie auch ein Versuch da war, sie irgendwie auf eine nicht gegenseitige Art und Weise klarzumachen. Redet mal mit den Frauen, was diese gefährliche Situation waren, ohne gleich rein zu interpretieren, aber da warst du doch mitverantwortlich und du hast doch selbst freiwillig bist du dahin gegangen. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Wenn eine Frau irgendwo aus der Straßenbahn aussteigt, mitten in der Nacht, ja, weil sie halt feiern war und alleine irgendwie nach Hause laufen muss, dann merkt sie den Blick des Typen, der mit ihr aussteigt, nicht mit der Absicht, weil er da wohnt, sondern weil er sie verfolgen möchte. Sie spürt das und das hatten ganz, ganz viele Frauen. Ganz, ganz viele Frauen wurden verfolgt. Ganz, ganz viele Frauen wurden auf sehr gefährliche Art und Weise angemacht und das traumatisiert die Frauen. Und ich sage das jetzt nicht aus dem Grund, damit ihr jetzt einfach nur noch weicher werdet, als ihr tatsächlich seid. Ich sage das einfach aus dem Grund, dass ihr euch in die Haut der Frau versetzen könnt, die Männer grundsätzlich vorsichtig an sich ranlassen, weil Männer eine gewisse Gefahr darstellen können. Ja? Gut, der nächste Punkt ist, du musst einfach verstehen, wenn du dich in die Frau versetzt, dann wirst du auch nicht auf jeden Typen stehen. Ja? Besonders nicht dann, wenn du Optionen hast. Und wenn sie nicht auf dich steht, dann ist das absolut okay. Das ist ein Signal dafür, dass du unter Umständen entweder noch Potenzial offen hast, was du an dir selber irgendwie rausholen kannst, an meine Sklaven und an die Kämpfer da draußen. Und ich rede hier von der Heldenreise. Das ist mein Projekt, das ist die Projekte. Heldenreise, Projekt Held, das ist mein Ding. Das bedeutet, ich will, dass du verstehst, dass wenn du ganz am Anfang deiner Reise bist, auch wenn du 50 Jahre alt bist, aber noch in den Kinderschuhen steckst, was die Sozialkompetenz und die Dynamik zwischen Mann und Frau anbelangt, dann ist es nicht so, dass du aufgrund deines Alters kompetent wirst. Kompetenz kommt durch Übung, dadurch, dass du dich verbesserst in einer Situation. Und das kommt mit Verständnis, mit Reflexion, mit Arbeit, mit Handlung. Also, wenn du in den Kinderschuhen steckst und da noch sehr viel Potenzial hast, dann musst du zuerst mal die erste Stufe in der Heldenreise als Sklave, die erste Stufe ist nicht, dass du Frauen ansprichst. Die erste Stufe ist zuerst mal Klarheit. Die erste Stufe ist, den richtigen Mindset zu haben, die negativen Glaubenssätze wegzubekommen, bestärkende Glaubenssätze zu implementieren, den Rucksack mit den Werkzeugen zu füllen, die dir helfen, letztendlich die Disziplin zu erobern, indem du nachher als Kämpfer Erfahrungen sammeln möchtest. Der Mindset, das ist das A und O und das ist die einzige Arbeit, die ein Sklave, ein Mann am Anfang seiner Heldenreise hinbekommen muss. Das heißt, er muss Ballast abwerfen und konstruktive Glaubenssätze implementiert haben. Und danach geht es in den Krieg. Im Krieg ist es dann so, dass es da um Skills geht. Jetzt ist es so, dass du zuerst mal schaust, okay, welche Strategien gibt es? Da kommt diese Information und dieses Video dir zu gut, wo ich dir erkläre, okay, schau zu, was es für die Frau bedeutet. Was für eine Erscheinung bist du? Was will sie nicht? Was sind die Gefahren, die du projizierst? Und was sind die Chancen? Das ist ein anderes Video. Das machen wir noch. Ja? Also, die Sache ist, wenn sie nicht auf dich steht, ist okay, es gibt andere Frauen und wenn du noch Potenzial an dir hast, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, wie du das verändern kannst. Arbeite an dir, an den Punkten, wo du besser sein kannst, dich attraktiver machst und auf der anderen Seite schau zu, dass du vielleicht dein Beuteschema wechselst oder die Region, dein Territorium wechselst, wo du auf die Jagd, auf die Pirsch gehst. Zusätzlich will ich, dass du verstehst, dass die meisten attraktiven Frauen, und ich rede hier von wahrscheinlich über 99% von allen 8er, 9er, 10er Frauen, liebe Frauen, ich habe es gesagt, ihr werdet objektifiziert, bei uns ist es so, mit 8, 9 und 10 rede ich von sehr attraktiven Frauen und wenn ich bei Männern von Königen rede und von Helden, rede ich von sehr
erfolgreichen, kompetenten Männern. Okay? Also, wenn die Frau sehr attraktiv ist, stell dir vor, sie weiß das. Ja, das ist nicht neu. Sie weiß das. Sie hat das bereits schon unendlich viele Mal gehört. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass sie extrem unsicher ist. Obschon sie weiß, dass sie attraktiv ist, glauben die meisten Frauen nicht daran, dass sie attraktiv genug sind. Wieso? Ähnlich wie bei uns, wie bei den Männern. Konkurrenz. Frauen vergleichen sich untereinander. Es gibt einen intrasexuellen Wettbewerb gegen andere Frauen und in diesem Wettbewerb ist es so, dass sich natürlich die Frauen aussuchen, die scheinbar attraktiver sind, ja, noch weiter sind wie sie selber. Sie schauen nicht zurück. Sie schauen nicht auf die, die sie hinter sich gelassen haben, sie schauen hoch. Dann sind das irgendwelche Models, das sind dann plötzlich dürre Frauen und die dürren Frauen sind Supermodels, das war zumindest in den 90ern ein großes Ding. Heute sind es die Insta-Models mit den langen Beinen, großen Brüsten, Gummiboot, Schlauchbootlippen und was auch immer, Wimpern, wo man vielleicht nicht mal die Pupillen durchsieht. Wieso ist das so? Weil die Frauen das nicht tun, um uns Männern primär zu gefallen. Sie wissen, dass sie gut aussehen. Sie wollen im Wettbewerb gegen andere Frauen besser abschneiden. Und da kann es sein, dass sie, liebe Frauen, das geht an euch, absolut auch die Relation verlieren und sich unattraktiv machen. Denn Männer stehen nicht auf sehr dünne Frauen. Wir stehen auf gesunde Frauen, auf körperliche Signale, die Gesundheit implizieren. Also meistens so diese Sanduhrfigur, wenn du ein bisschen Fett an den richtigen Stellen hast. Wenn du athletisch bist, zeugt das von Gesundheit. Das zeigt, dass du auf deine Kinder aufpassen kannst, auch für die Hausarbeit und grundsätzlich arbeiten kannst. Wir mögen starke, gesunde Frauen. Okay? Ich rede jetzt nicht von Bodybuilderinnen, die mit 120 Kilo Squats machen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen, also 30% Körperfettanteil, ich bin trotzdem schön Frauen. Nein, ich rede von gesunden Frauen, die einen Körperfettanteil haben, irgendwo zwischen 15% und 25%. Und entsprechend halt auch, nicht vielleicht zu viel Zeit haben verstreichen lassen, weil die Zeit ist leider der Feind deiner Reproduktionsfähigkeit. Das bedeutet, wenn du 35 Jahre alt und Single bist, wird so diese Zeitspanne eng, wo du noch Kinder bekommen kannst. Und wenn Männer dann vielleicht eine Familie wollen, und das ist nicht nur so, dass sie sagen, ich will Kinder haben, das ist, auch wenn der Mann keine Kinder möchte, reagiert er auf diese Reproduktionsfähigkeit und findet dich attraktiver, wenn du ganz viel Zeit hast, um Kinder kriegen zu können. Gut, also die Frauen haben einen ständigen Wettbewerb untereinander und jetzt kommt es noch ganz dick, der größte soziale Feind der Frau, denn sie sind unglaublich besorgt um ihren sozialen Status. Sie wollen nicht ausgegrenzt werden aus ihrem sozialen Status. Frauen sind soziale Tiere. Ja, Frauen wollen, dass sie geliebt und gemocht werden von allen ihren Peers, von den Menschen um sie herum. Besonders von den Frauen wollen sie anerkannt werden und das ist eine schwierige Geschichte. Denn Frauen, wie gesagt, sind ihre eigene größte Konkurrenz. Und sie sind grausam untereinander, wenn es darum geht, sich gegenseitig auszustechen. Also wenn eine Frau eine Gefahr ist, weil sie die Eigenschaft hat, so typische Eigenschaft, ja, das ist die Petra und die Petra ist bekannt dafür, dass sie in den ersten 20 Minuten einen Blowjob gibt. So eine Frau ist ja toll, ne? Dann nach 20 Minuten bekommt der Mann, was er möchte. Sie hat Spaß daran, wenn es so wäre. Aber diese Frau ist eine Gefahr dafür, dass andere Beziehungen nicht funktionieren, beziehungsweise interessante Männer mit ihr zusammenkommen, zumindest für 20 Minuten oder 25 Minuten und sie im Grunde genommen diesen Mann wegschnappt oder die ganze Story kaputt macht mit dem romantischen Aufbau etc. Und deswegen ist es so, dass Frauen sich untereinander sehr stark beschämen. Und dieser Begriff, das Slut-Shaming, dass eine Frau, Frauen als Schlampe bezeichnet werden, kommt aus der Frauenwelt. Das sind wir nicht, wir Männer. Wir Männer mögen Schlampen. Wir mögen Schlampen. Zumindest für
kurzfristige oder mittelfristige Beziehung. Wir wollen nicht, dass unsere Freunde wissen, dass wir mit einer Schlampe zusammen sind, geschweige denn unsere Eltern wissen, dass wir mit einer sehr freizügigen, promiskutiven Frau zusammen sind. Aber wir lieben doch die Zeit mit einer Schlampe, mit der können wir Dinge tun, die wir mit anderen Frauen nicht machen können. Und deswegen haben wir Männer nichts gegen Schlampen. Aber bei Frauen ist es so, das wird beschämt. Und deswegen ist es so, dass die Frauen ständig im Clinch sind und nichts falsch machen wollen. Also wenn sie in einer Gruppe mit anderen Frauen ist, ist es so, dass sie sich primär Gedanken macht, wenn ich jetzt den Typen ranlasse, meine Telefonnummer gebe, was denken wohl meine Freundinnen dabei? Was denken die Leute, die das sehen? Und deswegen ist es so, dass die Frauen auch sehr passiv sind in ihrer Handlung, wenn es ums Kennenlernen geht. Also es ist nicht so, dass sie dann sofort auf jeden einsteigen und jedem eine Chance geben. Es geht zuerst durch den Filter, was denken andere Leute. Denn der soziale Status, wenn der mal ruiniert ist, wenn sie sich einen Ruf gemacht hat als Dorffahrrad, wo jeder mal drauf reiten kann, dann ist es sehr, sehr, sehr destruktiv für die Frau. Zusätzlich ist es so, dass Frauen mögen Sex. Teilweise viel lieber wie wir Männer. Bei uns Männern ist es leider so, dass wir haben ultra viel Spaß am Sex, aber an dem Zeitpunkt, wenn wir den Orgasmus haben, ist es so, dass diese Realisation kommt, so von wegen, jetzt bekommt mein Gehirn wieder Blut, und unter Umständen ist es so, dass ich dann sage, ich will jetzt nichts mehr mit dieser Frau zu tun haben. Okay, diese ganze Horniness, diese Geilheit, die geht flöten, das nennt sich auch Post-Nut, ich habe es vergessen, schreibt das bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wovon ich rede. Also dann, nachdem der Mann gekommen ist, ist es so, dass er plötzlich aufwachte in die Realität, wie er tatsächlich ist. Die Hormone sind jetzt ein bisschen runter, das Oxytocin sorgt dafür, dass der Ständer nicht mehr steht. Und wir wollen im Gegenteil zur Frau nicht kuscheln, wir wollen weg. In der Regel wollen wir weg. Bei der Frau bewirkt Oxytocin das Gegenteil. Sie, wenn sie einen Orgasmus hatte, dann ist es so, dass ganz, ganz viele Emotionen freigesetzt werden. Sie will den Mann nicht gehen lassen, will noch ein bisschen kuscheln. Das Gegenteilige. Ja? Und deswegen ist es so, dass bei Frauen, also die mögen Sex, sie können auch viel mehr Orgasmen erleben wie der Mann, aber das Risiko für eine Frau beim Sex ist um ein so viel größeres, so viel höher als das war beim Mann. Sie ist entsetzt und erschrocken davor, was passieren könnte. Eine Schwangerschaft, dass sie verlassen werden konnte oder vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Auch bei denen ist es so, dass die Frauen viel empfänglicher sind. Ja? Wenn der Mann irgendwie Gonorrhoe oder Syphilis oder was gibt es noch, Chlamydien hat, dann ist das so, dass die Frau viel empfänglicher ist für diese sexuell übertragbaren Krankheiten. Und bei dir kann es vielleicht Genitalwarzen auslösen, bei der Frau kann es dafür sorgen, dass sie keine Kinder kriegen kann. Und deswegen ist es so, dass die Frauen auch, obwohl sie es selber meistens nicht wissen, unglaublich stark mit der Nase reagieren, ja, ob sie den Mann riechen kann. Also wenn du gut riechst, ist das ein Vorteil, ob schon die Frauen nicht nur das Parfum riechen, sie riechen hauptsächlich tatsächlich deine Pheromone, wie du riechst, deine Haut. Und sie können unterscheiden zwischen gesund und ungesund. Also wenn du ein Typ bist, der schlechte Zähne, Mundgeruch hat, schlechte Karten, Buddy. Du wirst noch so viel Game haben können, aber du kriegst sie nicht ins Bett. Außer sie ist nasenblind. Sie kann nicht riechen. Okay? Also sie schaut auf gesundheitliche Merkmale. Deswegen schaut sie auch, ob der Mann auch gesund aussieht, athletisch. Also nicht kein Bodybuilder. Genauso wie wenig wie Männer auf dünne Frauen stehen, genauso wenig wie Männer auf sehr dicke Frauen stehen, ist es so, dass Frauen sich keine Bodybuilder aussuchen. Bodybuilder sind meistens too much. Meistens geht das sogar ins Narzisstische, also sie ist ja vorsichtig bei der Selektion und sagt sich unter Umständen unbewusst, dass der Typ viel mehr Zeit im Gym mit sich verbringt, als dass er sich die Zeit nimmt für wichtigere Dinge wie zum Beispiel die Kompetenz im Beruf, im sozialen Umfeld oder mit ihr als Frau gemeinsame Zeit. Deswegen kann es sein, dass Bodybuilder sehr krass so dieses narzisstische Bild projizieren können. Also, sie ist
entsetzt und erschrocken über mögliche Schwangerschaft, verlassen zu werden und sexuell übertragbare Krankheiten. Das musst du verstehen. Und dann noch was, auch eine Frau. Sie hat zwar die Möglichkeit, viel mehr Dates zu haben wie du. Sie muss nichts machen, sie muss gut aussehen und dann entsprechend auf die Signale reagieren. Dann sagt sie ja oder nein. Aber ganz viele Frauen haben, in der Vergangenheit hatten sie ganz schlechte Dates, die sie frustriert haben. Ja? Sie hat so viel Stress und Frust aufgebaut aus den letzten Dates, dass sie irgendwo vielleicht mal auch diese Hoffnung verlieren kann, dass es irgendwo die Männer gibt, die bei Coach Burak gelernt haben, wie ein richtiges Date, wie ein gutes Gespräch geführt werden kann und sind frustriert. Du bist frustriert wegen den Dates, weil du sie nicht bekommst, weil du die Frauen nicht ansprechen kannst und die richtigen Frauen nicht Ja sagen. Und sie ist frustriert, weil sie im Grunde genommen in den Dates immer wieder feststellen muss, dass es auf eine hingeht, keiner sich irgendwie binden möchte oder diese Gegenseitigkeit nicht da ist. Oder die Männer sich ständig anflunkern, anlügen, damit sie irgendwie was darstellen, was sie nicht sind. Und das spürt die Frau. Der letzte Punkt ist, dass Frauen auch sexuelle Fantasien haben, wie Männer, mit dem Unterschied, dass Frauen für ihre sexuellen Fantasien beschämt werden. Und das ist sehr, sehr schwer. Wenn du eine Frau mal fragst, was ihre sexuelle Fantasie ist, dann kommt das nicht wie bei uns aus der Pistole geschossen. Dann ist es nicht so, dass wir sagen, ja, ich hätte gerne mal Dreier und vielleicht mal diese Stellung und vielleicht mal an dem Ort. Und bei uns kommen alle Sauereien raus, ja? Weil wir haben das Gefühl, jetzt machen wir eine Bestellliste. Bei den Frauen ist es so, auch wenn sie was möchte, hat sie Mühe, das auszudrücken, weil sie möchte nicht beschämt werden, weil wenn der Mann weniger erfahren ist wie die Frau, ja, auch wenn es was ist, was der Mann auch möchte, wenn der Mann weniger erfahren ist und die Frau sagt, ja, ich könnte mir vorstellen, Dreier zu haben mit einer anderen Frau. Dreier mit zwei Männern ist kein Dreier, das ist ein Train, das ist ein Zug, das ist Haram, das geht nicht. Das gibt es nur in Pornos oder wenn du total aus, okay, mach was du willst, okay, wenn es für dich stimmt, ist gut. Aber die meisten Frauen, wenn überhaupt Dreier, ist es so, dass sie auf Dreier mit Frauen stehen, weil Frauen halt Schönheitsobjekte sind. Und wenn sie dann sagt, ich hätte gerne einen Dreier, ist es so, dass der Mann, der nicht selbstbewusst ist und in seiner sexuellen Energie nicht stabil ist, wird er sich unter Druck fühlen. Und das spürt auch die Frau und das ist nicht so cool. Wenn die Frau mehr sexuelle Erfahrung hat oder entsprechend Wünsche hat wie der Mann und das artikulieren kann, kann es sein, dass sie indirekt dafür beschämt wird, weil der Mann in dem Moment halt sich nicht wohlfühlt, weil er noch nicht da ist, wo sie gerne hin möchte. Auf der anderen Seite, wenn sie das jetzt grundsätzlich offen kommunizieren würde und du keinen Sex mit ihr hast, aber sie sagt, ja, ich mag ab und zu mal einen Dreier, ich mag anal und ich stehe drauf, wenn er, ich schlucke, was auch immer. Dann ist es so, dass wenn es nicht deine Freundin ist, denkst du, ich hätte das gerne mit dir oder irgendwo eine Schlampe. Beziehungsweise andere Frauen, wenn sie das hören, nicht selten so, dass sie als Schlampe abgestempelt wird und beschämt wird. Also das ist schwierig für Frauen, das zu positionieren. Alles klar. Eines auch verdammt wichtig, dass du es verstehst. Schreib dir diesen Satz auf. Es ist viel schwieriger für eine attraktive Frau, sexuell und romantisch das zu bekommen, als es für einen attraktiven Mann ist. Es ist viel schwieriger für die attraktive Frau, sexuell und romantisch das zu bekommen, was für einen sexuell, oder nicht nur sexuell, also für einen attraktiven Mann, ist es viel einfacher, die Romantik und den Sex zu bekommen, den er sich wünscht. Viel, viel einfacher. Nur ist es so, dass diese Attraktivität, das, was bei Frauen attraktiv ist, ist bei uns Männern unattraktiv und umgekehrt. Ja? Frauen schauen nicht auf Männer und denken sich, schau dir diesen großen Arsch an, da würde ich gerne mal draufklatschen. die sagen diese Sachen nicht oder es nimmt mich Wunder, wie viele Zentimeter der in der Hose gepackt hat. Das sind wir, liebe Männer, das sind wir. Wir tun das, okay? Und das ist in Ordnung, das ist absolut in Ordnung. Wir
sind das visuelle Geschlecht. Bei Frauen ist es so, dass die Anziehung was anderes ist. Klar ist es auch so, dass sie sich sexuell angezogen fühlen von einem Mann, der eine gute Genetik signalisiert. Aber primär schauen sie natürlich auch auf, ist das jetzt ein guter Kandidat für einen Partner, guter Kandidat für als Vaterrolle, hat er Humor, ist er intelligent? Das sind die Dinge, die Frauen auch schauen. Hat er Möglichkeiten, Ressourcen vielleicht in der Zukunft auch zu erwirtschaften? Das sind andere Dinge, die uns attraktiv machen. Wenn du es nicht weißt, dann schau dir mein Video über den sexuellen Marktwert an. Der ist schon einige Jahre alt, aber genauso aktuell wie vor Tausenden von Jahren. Also würde ich dich darauf einladen, falls du es nicht schon gemacht hast. Also jetzt lesen wir noch 2, 3 Kommentare. Mal gucken, was ihr da alles reingeschrieben habt. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich habe konstant an die 140 Leute live. Danke, 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 wenn ihr schon alle da seid. Bitte anstelle davon, dass ihr mir jetzt einfach mal noch eine Sekunde schenkt, was ich trotzdem noch will ich, dass ihr kurz auf den Like-Button geht und sagt, Burak, dieses Video war interessant, es hat mir eine andere Perspektive aufgezeigt und ich werde das berücksichtigen das nächste Mal, wenn ich mit einer Frau zu tun habe und nicht nur aus meiner Perspektive urteilen. Also schnell auf den Like-Button, Follow, wenn du es nicht schon gemacht hast und schau zu, dass du die Seite vielleicht auf deine Social Media teilst mit dem Link, damit Freunde, Bekannte das genauso machen können und der Algorithmus den Kanal unterstützt. Also Kevin fragt, was sagst du zu Männern, die von ihren Frauen erzogen wurden? Ich finde, dass man in der Regel merkt, Beta-Verhaltensweise, betaisiert nennt sich das vielleicht. Ja, das ist leider oft der Fall, das ist halt, die Frau will den Biest und wenn sie den Biest hat, will sie den Biest zähmen. Das ist so, aber wenn sie ihn gezähmt hat, dann ist er wiederum nicht attraktiv, weil sie sich in den Biest verliebt hat und die Biest-Eigenschaften will. Na, also nie zähmen lassen. Also zähmen bedeutet ja nicht, dass du jetzt einfach nur weiterhin auf die Pirsch gehst und sagst, ich mache, was ich will, ich lebe so, wie als ob ich ein Single-Mann bin. Nee. Aber du musst dein Mysterium, musst du immer noch halten können. Du musst die Führung in der Beziehung halten können. Das bedeutet, du bist der Stärkere, der Schlauere, zumindest in den Dingen, die zählen, in die du auch die Beziehung hinführen möchtest. Also schau zu, dass du weiterhin irgendwo in der Erobererrolle bleibst. Als ob du hängen geblieben bist beim zweiten oder dritten Date, weißt du, wo du noch versucht hast, sie zu beeindrucken, ab und zu mal mal was essen gegangen bist, sie auch umworben hast. Schau zu, dass du das bis zu einem gewissen Grad auch aufrechterhältst. Aber schau auch zu, dass du nicht plötzlich zum Waschlappen wirst, der plötzlich sagt, ja, jetzt habe ich den Sex bekommen und jetzt muss ich sie nicht mehr erobern, jetzt gehe ich auf die Couch und schleife mir die Reißzähne mal ab, damit ich gezähmt bin. Also, zähmen ist nicht gut, weil wenn du gezähmt bist, bist du ein Tier, das sie nicht unbedingt möchte und mag. Sie mag dich ab und zu, ja. Sie will nicht, dass du ständig der aggressive, dominante Typ bist, aber du musst dieses Spiel, diesen Spagat beherrschen zwischen den Versorger- und den Verführereigenschaften. Aber was du nicht machen solltest, ist ein Pantoffelheld zu sein, der seine Frau auf den Händen trägt. Das wollen die Frauen nicht. Frauen wollen einen Gewinner. Wie erkenne ich den Shit-Test der Frau und was bedeutet das genau? Ein Shit-Test ist, wenn sie nicht wirklich sicher ist, ob du tatsächlich der bist, den du vorgibst, ob du tatsächlich so ein cooler, stabiler, kompetenter Typ bist, dann kann es sein, dass sie dich einfach mal ein bisschen angreift. Ja, also sagt, ja, du bist bestimmt so mit allen Frauen, ja, aber du bist gar nicht so groß, wie du auf den Bildern aussiehst. Irgendetwas, was dich angreifen soll, wenn du das persönlich nimmst, emotional wirst, in die Verteidigung kommst, hast du verloren, mein Guter. Also, wenn ein Shit-Test kommt, das heißt, wenn du plötzlich merkst, irgendwie sagt sie was, das sich gar nicht gut anhört. Sie will mich nicht abbauen, sie will mich abbauen, sie will mich nicht aufbauen, sie will mich abbauen. Sie will mich irgendwo jetzt testen. Und wenn sie dann sagt, ja, wie ist das, triffst du dich mit vielen Frauen? Shit-Test.
Wenn du jetzt sagst, nee, eigentlich bin ich eher so introvertiert, sitze zu Hause, jetzt hast du dich selber unfuckable gemacht. Hör auf. Ja, sag irgendetwas, mach's auf eine lustige Art und Weise und sag irgendetwas, was ein bisschen provokativ ist. Also ja, triffst du dich mit vielen Frauen? Also heute oder redest du von der letzten Woche? Also letzte Woche, ja, waren es schon an die 20. Übertrieben ist jetzt vielleicht nicht der beste Spruch, aber es geht in die Richtung. Schau zu, dass du eskalierst. Ja, du aber auf den Bildern, da siehst du auch in den Videos, Coach Burak, da siehst du immer, ich dachte mir, du bist größer. Dann sagst du, ja. Du aber auf die Größe kommst nicht an, das weißt du doch. Irgendetwas, was selbstbewusst rüberkommt, lass dich nicht angreifen, komm nicht in die Verteidigung, das ist wichtig. Und wenn ein Shit-Test kommt, nicht in die Verteidigung kommen. Sie will nur testen, ob du tatsächlich so ein stabiler, guter, kompetenter, selbstsicherer Mann bist. Und damit du das hast, darfst du nicht in die Verteidigung kommen. Verteidigen tut sich nur jemand, der irgendwie was kaschieren möchte. Ach, schau, eine Dame. Schön, dass du auch die Sichtweise von uns Frauen spiegelst. Für uns ist es auch nicht immer leicht, gejagt zu werden. Männer wie Burak brauchen wir, auch wenn es manchmal hart ist, einzugestehen. Ja, es wisst ihr, ich hatte dieses Gespräch heute und teilweise, wenn du die Frauen fragst, und ich würde euch dazu mal animieren, dass ihr auf diese Gespräche eingeht, was die schlimmen Erlebnisse waren mit dem Gegengeschlecht, dann werdet ihr manchmal Geschichten hören, die euch die Haare zu Berge treiben, die den Beschützerinstinkt in euch Männern aufwecken. Es gibt tatsächlich furchtbare Wichser da draußen. Das sind meistens Männer, die irgendwo im Leben sich nicht entwickelt haben. Das können Leute sein, die sind sehr erfolgreich, ja, beruflich, finanziell, ultra erfolgreich, aber absoluter Loser, Sklave in Sachen Frauen. Die haben sich nicht entwickelt, aber sie sind vielleicht Millionär, Unternehmer. Und das sind Leute, die sind gefährlich, weil das sind die Leute, die letztendlich auch sich als Gewinnertyp sehen möchten, weil sie sich auf die Punkte fokussieren, in denen sie was gerissen haben, aber im Leben in einem anderen wichtigen Bereich unglaublich nachhinken und das zehrt an denen. Und deswegen ist es so, das sind teilweise Machtmenschen, die dann Frauen unterdrücken mit den Dingen, die sie haben. Also wenn er so ein reicher Typ, der richtig schlecht mit Frauen ist, in seinem Ego gekränkt und der will trotzdem so diese weibliche Anerkennung, dann kann er richtig eklig werden. Oder Teenager, junge Männer, die nicht umgehen können mit ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen, bei denen ist es so, die sind gefährlich. Das kann sein, dass sie dann sich so die Kante geben, dass sie versuchen, eine Frau ins Gebüsch reinzuziehen und ihr an die Wäsche zu gehen. Der ist teilweise halt so unberechenbar. Der kann sich nicht berechnen. Das ist gefährlich. Und wenn ihr mit Frauen redet, redet mal über die Situationen, in der sie sich befunden haben, die gefährlich sind oder von Freunden, dass ihr einfach mal die Sichtweise bekommt. Auf der anderen Seite, abschließend will ich das sagen, liebe Frauen, redet mal mit den Männern, in welchen gefährlichen Situationen und in welchen schlimmen Situationen sie gewesen sind. Denn Männer leiden im Stillen, anders wie ihr. Männer leiden im Stillen. Und wir haben die Arschkarte in jeglicher Hinsicht, weil wir ganz unten anfangen. Ich würde behaupten, jeder Draufgänger da draußen hat eins auf die Fresse bekommen. Also Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Männer haben wir auch erlebt. Gewalt ist immer scheiße. Und es ist nicht schlimmer, wenn es gegen eine Frau ist. Gewalt ist immer scheiße. Wenn einer da draußen verprügelt wurde von einem Typen oder von mehreren Typen, das hat sich genauso beschissen angefühlt, wie wenn jetzt eine Frau tätig angegriffen würde. Das geht uns genauso auch an unser Ego, an unseren Selbstwerte. Das sorgt auch für ein Trauma. Andererseits ist es aber so, dass Männer Schwäche nicht zugeben können. Das ist wie so ein verdammter Laufstock, was an beiden Seiten beschissen ist. Wenn du zu viel, zu stark in deine Kraft gehst, ist es so, dass die Gesellschaft dir sagen möchte, dass du toxisch bist. Die Art und Weise, wie du handelst, ist macho. Hör auf und das ist eingebildet, du bist ein Arschloch. Und wenn du ein bisschen in die verkehrte Richtung gehst, dann ist es so, dass du Schwäche zeigst, wenn du emotional wirst, wenn du sagst, dass du mit Situationen nicht umgehen kannst und dich schwach fühlst, dann ist es leider Gottes nicht so, dass uns
wie bei den Frauen die Gesellschaft zu Hilfe eilt. Es ist zwar so, dass die Frauen dann sagen, ah, du Armer, ja, ich kann es verstehen, du hast noch nie eine Frau abgekriegt und nie einen Kuss gehabt, bist immer noch Jungfrau mit 28, oh, ändert aber nicht an der Situation. Du bestärkst ihn eigentlich darin, dass er ein Loser ist, weil du sagst, ah, du armer Typ, schön, dass du Emotionen sagst, aber gibst trotzdem keine Pussy, oder? Ja, na, das ist nicht deine Aufgabe, das müssen ja die anderen machen. Er muss das lösen und das ist das Problem bei den Männern. Besonders bei jungen Männern ist es so, dass sie zwischen diesen zwei Dingen gefangen sind. Sie können sich nicht stärker machen, als sie tatsächlich sind und wenn sie es irgendwie aufspielen, dann ist es so, dass sie sofort runtergedrückt werden durch alle, die dann sagen, hey, spiel dich nicht auf, mach nicht den Macker. Und die Frauen sagen, was bist du für ein Arschloch? Und die finden raus, er ist nicht kongruent. Und wenn er Schwäche zeigt, ist es nicht so, dass die Männer aufgebaut werden wie bei den Frauen. Dann ist es so, dass er richtig die Schuhe in die Zähne bekommt und merkt, dass er auf sich alleine gestellt ist. Deswegen, liebe Frauen, ich wollte euch nicht als Opfer hinstellen, ich will die Männer nicht als Opfer hinstellen, ich will einfach nur zeigen, dass jedes Geschlecht seine eigene Baustelle hat und wir müssen mit Verständnis aufeinander zukommen und die Perspektiven voneinander kennen. Die Aufgaben sind ziemlich klar verteilt. Liebe Männer, ihr müsst die Sklavenreise durchmachen. Wenn ihr sie nicht macht, weil du denkst, mein Papa ist Millionär, dann wirst du zu einem verdammten Wichser, zu einem Arschloch, der zwar Geld und Kompetenz hat, was gewisse materielle Dinge anbelangt, aber du bist im Kindergarten. Du bist ein Loser, was das Zwischenmenschliche angeht. Vielleicht bist du ungesund, unattraktiv und hast das Gefühl, du kannst es mit dem einen lösen. Genauso unausgeglichen ist es, wenn du sagst, ja, ich bin ein breiter Bodybuilder, ich identifiziere mich durch meine Muskeln. Aber du bist kein Unternehmer, du hast kein Geld, du bist schlecht im Umgang mit anderen Menschen. Ihr müsst zusehen, dass in der Sklavenreise wirklich jede einzelne Lebensphase, die wichtig ist, aufgebaut wird. Ihr müsst überall Verständnis schaffen. Das Mindset ist verdammt wichtig und mit dem richtigen Mindset müsst ihr die Erfahrungen sammeln. Dafür sind die 20er da. Deswegen ist es so, mach was aus deiner Gesundheit. Schau zu, dass du die richtigen Informationen hast, die richtigen Emotionen erzeugst und die richtige Handlung kommst, damit die richtigen Ergebnisse dann kommen. In die Gesundheit, in das Soziale, in das Finanzielle, in das Berufliche, Freundschaftliche, dass das Ganze dann auf dich zukommt, weil du dran arbeitest. Liebe Frauen, euch wird's geschenkt. Ihr müsst existieren. Macht verdammt nochmal was mit dieser Zeit und hört auf, die Insta-Player an euch ranzulassen, euch von Bett zu Bett durchzuvögeln, wenn ihr hübsche Frauen seid, nur weil es Spaß macht und jetzt gerade in ist und jeder eure Pop-Idole und Kim Kardashian sagt, dass das cool ist, ihr werdet einen Preis dafür bezahlen, einen verdammt hohen Preis, den Preis eurer Seele, wenn ihr dann später mit Ü30 merkt, dass ihr nur noch irgendwelche Soziopathen, Idioten und Loser anzieht, weil kein guter Mann, der diese Sklavenreise, die ich euch vorher beschrieben habe, durchgemacht hat, wird so eine wie dich in sein eigenes Leben reinlassen wollen, weil der Typ beschützt jetzt das, was er hat. Dafür hat er hart gekämpft. Über eine Dekade lang musste er durch den Dreck, damit er endlich an dem Punkt ist, wo er in seiner Kraft ist. Und jetzt will er die Frau, die auch in seiner Kraft ist. Nicht die, die die ganze Kraft irgendwie rausgehauen hat, weil es Partyjahre waren. Also ihr müsst euch überlegen, im Leben gibt es nur Konsequenzen. Und ihr wollt die positiven Konsequenzen und ihr müsst euch damit auseinandersetzen, wie diese positiven Konsequenzen bewirkt. Und erschafft werden. Heute war es wieder ein längeres Video, aber danke für eure Geduld, immerhin 157 Leute. Danke, meine Freunde. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich zu euch sprechen kann. Wir haben verdammt viel vor. Heute war ein langer Tag. Das Projekt ist die Königsklasse, die ich aufbauen werde. Das ist ein Elite-Club, in dem ganz wenige Typen reinkommen werden. Es ist nicht so, dass du dich einfach nur mit Geld da reinkaufen kannst. Wir werden ein System einführen, wo wirklich gestandene, kompetente Männer reinkommen, die sich austauschen können. Damit du da reinkommst, werde ich ein Programm auf die Beine ziehen, was dich individuell genau dort abholt, wo du bist. Ganz egal, wenn du der erfolgreiche Typ bist, der aber schlecht mit Frauen ist oder dick ist, werden wir dieses Problem lösen können. Du wirst ganz spezifisch genau dahin kommen, wo es dir am meisten bringt. Wir werden zusehen, dass
dass wir in den nächsten paar Monaten sehr viel auch Content liefern, was dir ein bisschen nebenbei noch ein bisschen mehr auf dem Weg mitgibt, mit irgendwelchen Büchern, PDFs etc., Tipps, die ich euch gebe. Und hoffentlich das Datum, ich sage es jetzt einfach mal, weil wir auf den 16. September haben wir das Datum für den Book Release auch getimt, bewusst, weil wir das Buch nutzen möchten, um so viele Leute wie möglich da draußen zu erreichen. Das Buch ist richtig gut geworden. Ich habe es überarbeitet, lese es immer wieder gerne und macht mir Spaß. Manchmal erstaunt es mich, dass ich das geschrieben habe. Und das wird am 16. September raus. Gleichzeitig auch eine Ankündigung, das Datum ist noch nicht ganz draußen, aber ich werde sehr wahrscheinlich Ende August in Deutschland sein, auch in der Schweiz, und ich will zwei Seminare machen. Das eine Seminar wird in Frankfurt sein. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Das wird ein Tagesseminar. Bitte erwartet nichts für irgendwie 45, 55. Also es wird ein bisschen was kosten, aber ich werde zusehen, dass sich das auf alle Fälle lohnt. Auf alle Fälle. Wir werden das Ganze so gestalten, dass du eine Package haben kannst, damit wir eine geile Männerrunde haben. Du hast einen Dresscode, du wirst dich wie ein Gentleman anziehen, damit du endlich wie ein Mann rausgehst. Dann werden wir zusammen Steak essen, wir werden Zigarre rauchen, dann gibt es entweder Tequila, Whisky oder Cola Zero, je nachdem, was für ein Typ das du bist. Ich will, dass du in diese männliche Energie reinkommst. Ich will, dass du maximal aus dem Tag profitierst. Dies gesagt, bin ich für heute fertig. Ich wünsche euch einen super Tag. Bis zum nächsten Mal. Zusammen durch dick und dünn. Euer Coach.